Hey Gothic-Freunde, ihr wollt wissen, was eigentlich alles im Addon Die Nacht des Raben möglich ist und welche Geheimnisse Gothic 2 noch in sich birgt? Dann bleibt unbedingt dran. Beginnen wir doch gleich mit der Brücke in Jakendar, bei der sich sicher schon einige gefragt haben, wie man da eigentlich rüberkommt. Da gibt's eine kreative Variante. Man kann dafür den Sumpfgolem nutzen, der da bedrohlich vor dem Tempel steht. Lauft einfach um ihn herum und nahe am Baumstamm vorbei an die Klippe, die ihr hier seht. Der Golem wird euch angreifen und auf die andere Seite schlagen. Dies kann aber ein paar Versuche dauern. Auf der anderen Seite gibt's auch Steintafeln sowie einen magischen Bogen. Wenn ihr jetzt wieder rüber wollt, solltet ihr eine Snapper-, Lurker- oder Schattenläufer-Verwandlungsrolle mitnehmen und wieder rüberspringen. Alternativ klappt auch Akrobatik. Zweitens, Inubis Grab befindet sich hinter Onas Kapelle auf seinem Hof. Wenn ihr es betretet, dann solltet ihr zunächst die drei Skelettkrieger ausschalten und ihre Schlüssel looten. Lasst die Truhen noch in Ruhe. Für diesen Tipp braucht ihr einmal schwarzes Erz zur Zeitverlangsamung, welches ihr auch im linken Raum findet. Einmal einen Trank der Geschwindigkeit und eine Feuerregenspruchrolle. Jetzt aktiviert erst den Trank, dann das Erz und öffnet nacheinander die Truhen in allen drei Räumen. Das Erz bewirkt, dass die Monster später spawnen. Hierbei müsst ihr die Truhen nicht looten, sondern könnt sie gleich wieder schließen. Danach rennt sofort zum Ausgang und zündet den Feuerregen. Jetzt tötet ihr alle Monster inklusive Inubis in der Krypta. Hierbei kann es von Vorteil sein, nochmal während des Feuerregens durch die Krypta zu rennen, um auch alle Monster zu erwischen. Denkt zum Schluss dran, alle Truhen und Körper zu looten, sowie die Steintafeln und den Kronstöckel mitzunehmen. Drittens, wenn ihr im Banditenlager für Torus neue Butler anfordern sollt, nehmt unter anderem Paul mit in die Mine. Er gibt euch dafür zweimal Erzbrocken. Emilio zum Beispiel gibt euch gar nichts. Wenn wir schon bei der Mine sind, geben euch die meisten Butler Kenntnisse über das Goldschürfen mit auf den Weg. Treibt den Skill so hoch wie möglich, bevor ihr das erste Mal abbaut. Das Maximum ist hierbei 100. Je höher der Skill, desto mehr Goldbrocken könnt ihr fördern. Fünftens, in Jakendar gibt's Accessoire-Sets. Damit sind zum Beispiel die Ringe und Amulette der Priester und Krieger gemeint. Während zwei Ringe und ein Amulett der Priester euch ganze 40 Mana dazu geben, gibt euch das Set der Krieger insgesamt 40 Schutz vor Waffen. Mit einem Gürtel des Schutzes hättet ihr neben eurer Rüstung 47 Schutz vor Waffen mehr. Der nächste Tipp dreht sich um Bloodwyn. Ihr seht hier seine normalen Stats. Wenn man jedoch im Dialog mit ihm die richtigen Antworten wählt, kann man ihn verunsichern und seine Stats verringern. Du mieser Hund! Und ich habe die Explosion der Barriere ohne einen Kratzer überlebt. Das geht dreimal und jedes Mal werden Stärke um 5 Punkte und HP um 25 Punkte verringert. Hier nochmal die Stats nach dem Dialog. Wenn ihr für Snuff Loose Hammer und Loose Doppelhammer brauen sollt, geht einfach zu Samuel und bringt ihm die Rezepte. Der bedankt sich mit Erfahrungspunkten dafür und ihr könnt die fertigen Produkte danach bei ihm kaufen. So spart ihr euch die Sucherei nach den Materialien. Der achte Tipp. Wenn ihr bei Henry beim Piratenlager keine Eintrittsgebühr zahlen wollt, müsst ihr folgende Dinge erledigen. Mit Alligator Jack jagen gehen und Fleisch bringen, Banditen aus dem Turm vertreiben, mit dem Holzfäller im Talkessel reden und Skips Paket von Baltram mit nach Jakendar nehmen, um es dort abzugeben. Erst danach lässt euch Henry für umsonst rein. 9. Teklas Eintopf ist allseits wegen seines Stärkebonus beliebt. Ihr habt sogar die Möglichkeit, ihn als Söldner und Magier 5-mal und als Paladin 4-mal zu bekommen. Geht dabei wie folgt vor. Wenn man das erste Mal mit Tekla redet und bereits Söldner oder Novize und Magier ist, in Kapitel 1 bekommt man einmal einen Eintopf. Dann nach dem Kräuterholen von Sagitta in Kapitel 1. Und dann nochmal, wenn man Bulko verprügelt hat in Kapitel 1. Macht das auch genau in der Reihenfolge. Nach Bennets Befreiung in Kapitel 3 bekommt man noch einen Eintopf. Und nach der Drachenjagd in Kapitel 5. Zusätzlich gibt euch der Bandit im Banditenlager in Jakendar auch nochmal einen Eintopf bzw. eine Fleischbrühe und die gibt euch auch nochmal plus 1 Stärke. 10. Nach dem Tod von Raven sollte man nochmal mit Greg reden für massiv Erfahrungspunkte. Genauso mit Anger, wenn man seine Quest im Minental ab dem 4. Kapitel gemacht hat. Da geht's um sein Amulett. Dieser befindet sich dann vor Cavalorns alter Hütte. Randolph kann man auch im 4. und 5. Kapitel fragen, ob es ihm gut geht, wenn man zuvor in den Kapiteln Leere den Krug in einem Zug abgeschlossen hat. Allgemein der Tipp, redet nochmal mit allen Leuten in den darauffolgenden Kapiteln.
11. Suchende und Magier kann man super durch Bäume blocken, rennt dafür einfach direkt hinter einem Baum und geht in Verlängerung zurück. Der Suchende wird jetzt immer näher kommen, aber nicht angreifen. Jetzt rennt wieder auf den Baum zu und der Suchende wird nicht ausweichen. So könnt ihr euch sehr leicht im Kampf heilen und dann direkt weiterkämpfen. Gerade in Mods ist das hilfreich. 12. Lernt, bevor ihr im 4. Kapitel Drachenjagen geht, bei Gestad Drachenblutzapfen. Der steht beim Aufgang der alten Felsenfeste neben Gorn. Das Drachenblut könnt ihr beim Drachenjäger Jan in der Burg verkaufen und bekommt sogar ordentlich Erfahrung pro Fiole. Wenn ihr noch mehr Gothic-Content wie Lore-Videos, Guides, Let's Plays und Streams sehen wollt, dann schaut doch mal auf meinem Kanal vorbei. Bis zum nächsten Mal und tschüss.